Wir befinden uns hier in unserer zentralen Hauptschaltleitung. Manchmal sagen wir auch das Gehirn der Energiewende. Unsere Aufgabe ist es, das Netz sicher zu betreiben. Rund um die Uhr, zu jedem Zeitpunkt im Laufe der Energiewende. Das ist eine sehr spannende, aber auch herausfordernde Aufgabe. Mit der neuen Hauptschaltleitung nehmen wir eine der modernsten Warten der Welt in Betrieb. Sie wurde gebaut, damit wir den Anforderungen an ein modernes und klimaneutrales Energiesystem gerecht werden können. Wir befinden uns hier in unserem Front Office Energiemarkt. Wie der Name schon sagt, stellen die Kolleginnen und Kollegen, die hier arbeiten, die Schnittstelle zum Strommarkt in Deutschland dar. Das ist zum einen, dass die Stromhändler in Deutschland hier jeden Tag ihre Stromhandelsgeschäfte anmelden müssen. Und zum anderen ist es sehr wichtig, dass wir hier für den nächsten Tag die erneuerbaren Energien in Deutschland managen. Dazu brauchen wir Vorhersagen, wie Sie sie hier hinter mir an der Wand sehen. Wir sehen auf der linken Seite die Vorhersage für den heutigen Tag und auf der rechten Seite die Vorhersage für den morgigen Tag. Wir sehen im unteren Bereich die Solareinspeisung und oben drüber die Windeinspeisung. Wir können jetzt von hier oben gemeinsam einen ersten Blick in unsere neue Hauptschaltleitung werfen, die sich hier direkt hinter mir befindet. Wir haben in unserer Hauptschaltleitung drei Arbeitsplätze. Da ist zum einen der sogenannte Platz 1, der verantwortlich ist für die sichere Netzführung und auch die Gesamtverantwortung der Schicht trägt. Wir haben den Platz 2, der die Kontakte nach außen hält zu anderen Netzbetreibern. Ganz rechts haben wir den Kollegen, der für die Systembilanz zuständig ist, das heißt die ständige Ausgeglichenheit zwischen Erzeugung und Verbrauch in unserem Netz. Für die Aufgaben in der Hauptschaltleitung setzen wir modernste Technik ein. Prominent im Hintergrund die Großbildanzeige. Mit 108 Quadratmeter ist dies die größte Großbildanzeige in Europa und die drittgrößte der Welt. Die Komplexität bei der Netz- und Systemführung nimmt im Rahmen der Energiewende immer mehr zu. Hier werden mehrere tausend Messwerte pro Sekunde verarbeitet, die der Schaltingenieur dann zu einem Lagebild zusammenbauen muss. Hier dargestellt an der Karte sieht man Teile des kontinentaleuropäischen Übertragungsnetzes. Gebiete mit einem Stromüberschuss sind rot dargestellt und mit einem Defizit sind grün dargestellt. Und dadurch hat man einen sehr schnellen Blick für die Hauptquellen und Hauptsenken im Netzgebiet, das heißt, von wo nach wo fließt der Strom. Was wir hier sehen, ist die erste Stromverbindung zwischen Deutschland und Belgien. Wir nennen das das Allegro-Kabel. Das ist eine Verbindung zwischen Aachen und Lüttich auf ca. 90 Kilometer, eine Gleichstromverbindung. Allegro ist als Strombrücke zwischen Deutschland und Belgien sehr wichtig für den Stromaustausch zwischen diesen beiden Ländern. Gleichzeitig hat es auch Pilotcharakter für uns, weil es eine Gleichstromverbindung ist. Gleichstromverbindung deswegen, weil man das viel besser steuern kann als eine Wechselstromverbindung wie unsere anderen Leitungen, aber auch eine Herausforderung, weil es mitten in einem großen Netz von Wechselstromverbindungen ist und dort koordiniert werden muss. Um unsere Klimaziele in Deutschland und die Energiewende erfolgreich erreichen zu können, müssen wir natürlich auf jeden Fall unser bestehendes Netz verstärken. Außerdem brauchen wir weitere neuartige Betriebsmittel, um das Netz auch zukünftig weiter stabil betreiben zu können. Und auch diese müssen wir, so wie wir es hier bei Allegro gesehen haben, in die Systemführung integrieren. Und wir denken sogar noch ein Stück weiter in die Zukunft an eine sektorübergreifende Warte, denn auch das Thema der Nutzung von Wasserstoff als Energieträger eine immer größere Bedeutung bei der Energiewende gewinnen. Und wir denken darüber nach, wie wir das hier auch kombinieren können, die Umwandlung von Strom in Wasserstoff und umgekehrt. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass wir parallel dazu unser Netz, das wir schon haben, bestmöglich auslasten. Ganz wichtig für den Betrieb unseres Stromsystems ist das Management der erneuerbaren Energien. Hier in der Hauptschaltleitung kümmern wir uns um das Echtzeitgeschehen und da ist es ganz wichtig, wie stark unsere Leitungen belastet sind. Dafür haben wir ein eigenes Bild und da sehen wir eine Darstellung der Offshore-Einspeisungen, denn der Strom fließt von der Nordsee durch unser Netz bis ins Ruhrgebiet oder vielleicht sogar weiter runter bis nach Süddeutschland. Das müssen wir beobachten und bewerten, damit wir unser Netz sicher betreiben können. Einer der wichtigsten Indikatoren, die wir hier überwachen, ist die Netzfrequenz von 50 Hertz. Diese ist in komplett Europa gleich, von Portugal bis nach Rumänien, Bulgarien und von Dänemark bis runter nach Sizilien. Gleichzeitig ist dieses Zeigerinstrument
auch ein Indikator für die Waagschale zwischen Erzeugung und Verbrauch und ob die Systembilanz im Gleichgewicht ist. Das Ganze betrachten wir nicht nur für die Amprion-Regelzone, sondern auch wie eine Art Schutzgürtel um Deutschland herum. Und wir haben auch eine besondere Aufgabe für Europa an dieser Stelle. Und zwar sind wir der Frequenzwächter für Kontinentaleuropa. Und wenn die Netzfrequenz zu sehr abweicht, die darf nur in einer ganz gewissen Bandbreite sich bewegen, müssen von den Schallingenieuren sehr schnell Maßnahmen ergriffen werden, um die Netzfrequenz wieder ins Gleichgewicht zu bringen und die Systembilanz in Europa. Am Beispiel dieser Europakarte sieht man die Leistungsflüsse im kompletten europäischen Übertragungsnetz zwischen allen Ländern. Europa ist wichtig für Amprion und Amprion ist wichtig für Europa. Wir haben mit unserem Amprion-Netz eine zentrale Lage im europäischen Energiesystem, sodass der Strom, der von Norden nach Süden fließt oder von Osten nach Westen, immer auch durch unser Netz hindurchgeht. Wir sprechen hier auch gerne von einer Stromdrehscheibe. Wenn wir jetzt an die europäischen Klimaziele denken, dann ist es ganz wichtig, dass wir auch noch mehr Austausch in Europa haben von Strom, damit wir uns gegenseitig helfen können. Und das bedeutet, dass wir halt Europa helfen und Europa hilft uns.